Hallo, schön, dass du einschaltest. Ich bin die Feli von Happy Hippocampus und heute lernen wir zusammen den Plexus brachialis. Ja, boah, wie du siehst, ich bin jemand, der sich den Arm brach und ich sagte, es ist so nervig. So kannst du schon mal merken, dass wir uns den Plexus brachialis hier mitmerken mit dieser Route in dieser Wohnung, weil ich mir den Arm brach. Und wie merkst du dir jetzt, dass das Ganze ein Nervengeflecht ist? Erstmal, weil es so nervig ist, dass ich jetzt mir hier den Arm gebrochen habe und er jetzt in dieser Schlinge ist. Außerdem habe ich mich extra quietschgelb angezogen, denn die Farbe der Nerven ist ja gelb. Und außerdem siehst du hier ums Video rum die ganze Zeit einen gelben Kasten. So weißt du immer, ah ja, diese Route, dieser Gedächtnispalast, den wir jetzt zusammen bauen, der steht für Nerven, für den Plexus brachialis. Und jetzt geht's los! Zur Einstimmung möchte ich dir ein kleines Klavierlied vorklimpern an diesem wunderschönen Klavier hier. Und unter dem Klavier siehst du eine Infrarotlampe, die mir schön die Füße wärmt, während ich spiele. Okay, so merkst du dir jetzt, dass wir in dieser Wohnung die Pars infraclavicularis des Plexus brachialis ablegen werden. Also, infra merkst du dir durch die Infrarotlampe unter dem Klavier und clavicularis durch das Klavier. Infraclavicularis. Die Pars infraclavicularis. Los geht's! So, unseren ersten roten Punkt haben wir hier. Das ist die Toilette. Komm mal hier ums Eck. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal aufs Klo gehen, bevor wir hier diesen Gedächtnispalast zusammenbauen. Aber schau dir das an. Jetzt ist hier mitten auf dem Klo ein Tisch. Wie soll ich denn da jetzt aufs Klo gehen? Oh Mann, ich bin so dringend. Okay. Ah ja, mir fällt was ein. Ich nehme jetzt einen Bumerang mit meiner Hand und mit dem kloppe ich jetzt den Tisch einfach klein. Dann habe ich schön Platz, um aufs Klo zu gehen. Oh nein, jetzt ist der Tisch ja total kaputt. So extrem wollte ich es jetzt auch wieder nicht machen. Nehme ich mir einfach hier diesen Zauberstab und jetzt zaubere ich ihn wieder ganz. Hex, Hex! Okay, wofür stand das jetzt wieder? Also, falls du das noch weißt, kannst du diesen Teil des Videos einfach überskippen. Aber mit dieser kleinen Szene kannst du dir merken, dass der Plexus brachialis, die Pars infraclavicularis, aus den Wurzeln C5 bis TH1 im Rückenmark geht. Und zwar hat der Bumerang, wenn man ihn sich so anguckt, die Form eines C, also C. Und den Bumerang nehme ich ja mit meiner Hand. Die Hand hat 5 Finger, also von C5. Und mit dem Bumerang zerkloppe ich dann den Tisch. Der Tisch hat den gleichen Anfangsbuchstaben wie TH1. Und außerdem sieht das T, der Großbuchstabe, ja aus wie ein Tisch. Und diesen Tisch zaubere ich dann mit meinem Zauberstab. Und der Zauberstab sieht aus wie eine 1 und steht bei uns für die Zahl 1. Und mit diesem Zauberstab zaubere ich den Tisch wieder ganz. Also TH1. Also die Pars infraclavicularis des Plexus brachialis kommt aus C5 bis TH1. So, und jetzt legen wir aber so richtig los. Und weiter geht's im Bad. Hier sind unsere drei roten Punkte. Die Ablage hier, unterm Spiegel, das Waschbecken und der kleine Spalt hier unter dem Waschbeckenschrank. Und hier bringen wir uns jetzt zusammen die drei Trunki ein. Okay, stell es dir alles möglichst genau und gut vor. Wir haben hier drei Betrunkene, also, boah, unmöglich. Schau dir die mal an, wie besoffen die sind. Der eine hängt hier oben rum, lallt schon fast und der andere hier auf dem Waschbecken und der andere hier unten.
I'm a little bit drunk, I'm a little bit drunk, 'cause I'm drinking, drinking, drinking. Und oh mein Gott, hörst du das? Das ist grau, weil alle spielen sie mit einem Posthorn. Kennst du das? Diese Hörner und alle drei und sind total besoffen und alle quer durcheinander. Oh. Ich kann es gar nicht, ich kann es fast nicht aushalten. Halt dir am besten die Ohren zu. Alter Schwede. Okay. Puh. Also, das bedeutet schon mal, die drei Betrunkenen stehen für die drei Trunki. Hier oben der Truncus superior, der ist natürlich, der ist ganz oben, deshalb Truncus superior, Truncus medius, weil der so mittig im Waschbecken hockt, und der Truncus inferior, weil der ganz unten da unter dem Waschbeckenschrank sitzt mit seinem Posthorn. Und alle drei spielen sie auf einem Posthorn. Das bedeutet, alle drei Trunki gehen in den Fasciculus posterior über. Zu den Fasciculi kommen wir dann später. So, und das war aber nicht alles, denn die zwei oberen, der Truncus superior und Truncus medius, wenn du genau hinhörst, ja, die können schon ein bisschen spielen mit dem Posthorn und die finden sich selber auch so geil, also die finden es so geil, wie sie spielen. Hör nochmal genau hin. Ah ja, dass die beiden schon eine Latte kriegen davon, also die sind ganz schön überzeugt von sich und finden es einfach so geil und kriegen hier schon die Latte. Das bedeutet, Truncus superior und Truncus medius gehen in den Fasciculus lateralis zusammen über. Diese beiden bilden dann den Fasciculus lateralis. Ja, der Truncus inferior, der Besoffene da unten, also der hat schon so voll geladen, der hat schon ein paar Promille, glaube ich. Hör mal hin, oh, der spielt einfach so übelst schräg und schief. Ich halte das nicht aus, ich muss mir die Ohren zuhalten. Oh, schlimm. Oh, und was macht der? Interessant. Da sehen wir eine Wahrsagerin mit Wahrsagekugel. Und von der lässt er sich anscheinend seine Zukunft voraussagen. Mhm. Und diese Wahrsagerin, die ist ein Medium. Und, ah ja, was sagt die voraus? Okay, die sagt anscheinend, er soll dringend aufhören mit dem Rumgetröte auf dem Posthorn, weil sonst könnt ihr nochmal die Wahrsagekugel ausrutschen und über seinem Schädel zerspringen. Ja, da wäre ich auch dafür, dass er dringend aufhört. Der Truncus inferior bildet also ganz alleine den Fasciculus medialis. Das ist auch mal gut zu wissen. Und im Gegensatz dazu wird der Fasciculus posterior ja aus allen drei Trunki gemeinsam gebildet. Die Wahrsagerin, also das Medium, steht ja für medialis, deshalb Fasciculus medialis. So, und jetzt geht's weiter. Weiter geht's mit dem Fasciculus lateralis. Und zwar ist er hier drin, du hast ja gerade schon gemerkt, für lateralis steht bei uns die Latte. Und du siehst ja hier schon als Zeichen, was da raus steht aus der Tür. Und hinter dieser Tür befindet sich nämlich ein kleines Bordell. Und jetzt bist du vielleicht schon ganz neugierig, was genau uns da erwarten wird. Schauen wir am besten mal rein. Oh, 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 oh. So, willkommen beim Fasciculus lateralis. Und hier in diesem kleinen Bordell sind schon ein paar Männer, die schon ziemlich heiß sind und ja, nur noch darauf warten, beglückt zu werden. Und hier auf dem Bett, da siehst du schon so einen ziemlich attraktiven Muskelmann und der hat nur noch eine Kutte an. Ja, zum Glück hat er noch die Kutte an. Wir wollen wahrscheinlich gar nicht wissen, was er dann überhaupt noch drunter hat oder ob er überhaupt noch was drunter anhat. Naja, auf jeden Fall steht dieser Muskelmann mit seiner Kutte, der schon sehnlichst auf dem Bett wartet, für den Nervus musculocutaneus. Und das ist der erste von drei Nerven, der aus dem Fasciculus lateralis abgeht. Wenn du jetzt mal hier rüber guckst,
soll es nicht meinen. Da steht der heilige Medianus. Also ein Heiliger. Und der spitzt da so aus dem Vorhang hervor. Und der ist, glaube ich, auch schon ganz schön spitz, wie man sieht. Der heilige Medianus, der hat nämlich, ja, der hat schon eine Latte, wenn du genau hinguckst. Und dieser heilige Medianus mit seiner Latte steht für den Nervus Medianus, und zwar für den lateralen Teil. So, und jetzt kommen wir zum dritten Nerven, der aus dem Fasciculus lateralis abgeht. Ach du Scheiße schon. Oh Gott. Siehst du das? Oh, shoot. Da ist ein pickender Hahn und der ist auch schon so heiß. Der hat, siehst du das? Der hat eine mega Latte dran auch und der ist schon so, so heiß drauf, der kann es gar nicht mehr erwarten. Und jetzt pickt er den ganzen Schrank kaputt. Ach du meine Güte. Wie der da. Shit, ey. Ey, sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Alter Schwede. Okay. Und dieser pickende Hahn mit seiner Latte steht für den Nervus pectoralis lateralis. Der pickende Hahn für den pectoralis und die Latte für das lateralis. Weiter geht's mit dem Fasciculus medialis. Komm mit. Oh shit, das ist ja auch wieder strange. Schau dir das mal an. Irgendwie ist es ein bisschen strange hier in dieser Wohnung. Siehst du das hier? Da ist so eine Wahrsagerin mit so einer Wahrsagerkugel. Das ist so ein Medium. Crazy, crazy, was das ist. Anscheinend ist hier dann der Wahrsagerbereich. Das ist alles so ein bisschen mystisch, ein bisschen esoterisch. Mal gucken, was die hier so treiben. Also auf jeden Fall steht diese Wahrsagerin mit ihrer Kugel, also das Medium, für den Fasciculus medialis. Und den merken wir uns jetzt gemeinsam hier im Wohnzimmer. Alter, das ist ja echt strange hier, komm mit. Verrückt. Schau mal hier. Also irgendwie, hier bildet anscheinend die Wahrsagerin ihre ganzen Gehilfen oder Nachkommen oder Schüler aus. Hier hocken nämlich einige Gestalten mit Wahrsagerkugeln rum. Diese Wahrsagerkugel weisen uns schon mal darauf hin, dass oft Medialis irgendwie vorkommt in den Namen. Aber das merken wir dann gleich noch, wie genau das entstanden wird. Auf jeden Fall hier. Okay, hier haben wir den ersten Schüler schon mal. Schon wieder so ein pickender Hahn und das ist ja komisch. Schau, der sitzt da und da guckt er in den Fernseher rein mit seiner Kugel und ja, anscheinend funktioniert es noch nicht so richtig mit dem Wahrsagen und jetzt kloppt er die Kugel gegen den Fernseher und oh shit, er zerspringt in tausend Teile. Siehst du das? Das teure Gerät. Oh Mann. Ich glaube, der hat es noch nicht so drauf mit dem Wahrsagen. Also, dieser pickende Hahn jedenfalls mit seiner Wahrsagekugel, der auch versucht, ein Medium zu sein, steht für den Nervus pectoralis medialis. Pectoralis, der pickende Hahn, und medialis, die Wahrsagekugel. So, schauen wir uns mal den nächsten Schüler an, ob der ein bisschen erfolgreicher ist. Okay, das ist ja auch komisch, den kennen wir irgendwie schon. Der heilige Medianus. Ich hätte immer gedacht, Heilige sind katholisch und in der Kirche und machen das mit Wahrsagen. Aber gut, wir werden eines Besseren belehrt. Hier mitten auf der Theke. Okay, bei dem scheint es auch noch nicht so zu klappen. Der rauft sich die Haare, der heilige Medianus, der hat auch so eine Wahrsagekugel dabei und hüpft auf und ab und regt sich auf und Hilfe, er ruhig schlägt dann jetzt gleich. Okay, und jetzt klappt er auch noch die Wahrsagekugel da auf, die Theke drauf und die zersplittert auf. Ah, tausend Teile. Mist, ich glaube, ich habe hier voll was abbekommen. Was du? Schau mal da. Da oben im Haar hängt was. Da, ja, genau, jetzt hast du einen kleinen Glassplitter. Sorry, Entschuldigung. Okay, also, der nächste Nerv im Fasciculus medialis ist also der Nervus medianus. Da
Heiligen Janus steht für Janus und Janus und seine Wahrsagekugel für Medialis. Es ist also diesmal der mediale Teil vom Nervus Medialis. Vorhin, weißt du noch, der andere Heilige Medialis mit seiner Latte, das war ja der laterale Teil. Aber der ging aus dem Fasciculus lateralis ab. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Ach du Scheiße, okay. Jetzt kommt hier so ein Bulle, also so ein Polizist. Ich weiß ja nicht, ob das hier alles so mit rechten Dingen zugeht, mit dieser Wahrsagerei und ob das hier ja nicht alles ein bisschen fragwürdig ist. Und da wird ja schon manchmal so Schindluder getrieben und sind ja schon ein paar Scharlatane unterwegs. Oh oh, und jetzt kommt er hier rein und rennt hier die Lüftung um und und tritt so mit dem Fuß dagegen und der regt sich total auf, anscheinend, der schwitzt anscheinend lieber, als dass er ein bisschen hier meine Lüftung abbekommt. Und der Bulle, vielleicht hast du es ja auch schon gedacht, der Bulle steht natürlich für den Nervus ulnaris, der aus dem Fasciculus medialis abgeht. Oh Mann, oh Mann. Und jetzt schreit er rum auch noch. Ich bin der Bulle. Zum Teufel, was treiben Sie denn hier, Sie Scharlatane? Haben Sie denn überhaupt eine Lizenz hier für diese Wahrsagerei? Oh weh, also ich weiß nichts von einer Wahrsagelizenz oder so. Machen wir einfach mal schnell die Route noch fertig, bevor hier alles dann aufgelöst wird und hier alle ausgeschmissen werden. Okay. Okay, weiter geht's hier auf dem Sofa. Es ist so crazy, ja, schau mal. Okay, also ich war nicht die Einzige anscheinend, die sich den Arm gebrochen hat. Hier haben wir noch zwei weitere Kandidaten. Hier einmal eine Kugel, die sich den Arm brach. Und in der anderen Hand hat sie auch noch die Wahrsagerkugel und versucht da noch irgendwas auszulesen. Und hörst du das, wie die auch noch rummut? Und ich weiß nicht, wie die es jemals schaffen will, da irgendwas Verständliches von sich zu bringen. Hörst du das Mu? Alter. Okay, schauen wir mal nach rechts. Ah ja, sie sieht fast aus wie ihre Zwillingsschwester. Noch so eine Kuh. Die chillt halt einfach mal hier voll auf dem Sofa. Das ist so skurril einfach. Und die hat auch einen gebrochenen Arm. Und in der anderen Hand schon wieder eine Wahrsagerkugel. Also die versuchen sich anscheinend auch am Wahrsagen. Gut, wie auch immer. Oh, aber das ist ja eklig. Siehst du, schau mal da genau hin. Yeah, siehst du das an dem Gipsarm von dem Arm, den sie sich brach? Der ist fast schwarz von lauter Ameisen. Boah, shit, ey. Ja, und jetzt sehe ich auch die Latte ganz kaputt. Das muss ja übelst kitzeln und lauter Ameisen rumkrabbeln. Der lachende Kuh, das habe ich auch noch nicht gehört. Die erste Kuh, die sich den Arm brach, mit ihrer Medium-Wahrsagerkugel steht einmal für den Nervus cutaneus brachii medialis. Also die Kuh für cutaneus, den Arm, den sie sich brach, für brachii. Und die Wahrsagerkugel steht wieder für medialis. Nervus cutaneus brachii medialis. So, und ihre Zwillingsschwester oder was auch immer, die steht für den Nervus cutaneus antebrachii medialis. Das ist nämlich auch eine Kuh, die sich den Arm brach und hat diesmal aber ganz viele Ants, also Ameisen, auf dem Arm, den sie sich brach. Und die Ants, die stehen bei uns für Ante. Falls du nicht weißt, Ant heißt auf Englisch Ameise und ist bei uns das Bild für Ante. Also, Nervus cutaneus, die Kuh, mit ihrem Ants auf dem Arm, den sie sprach, antebrachii. Und die Wahrsagekugel steht wie immer für das Medium, für das Medialis. Nervus cutaneus antebrachii medialis. Vielleicht ist es dir aufgefallen, hier waren wir nicht ganz konsequent. Vorhin im kleinen Bordell im Schlafzimmer, da haben wir für
beim Nervus musculocutaneus hatten wir eine Kutte als Bild. Diesmal haben wir eine Kuh als Bild für cutaneus. Und ja, du siehst, es gibt keine Regeln bei den Gedächtnistechniken. Du kannst einfach nehmen, was du willst, was dir einfällt und was irgendwie am emotionalsten und spannendsten für dich ist. Und wir fanden das mit den Kühen ganz lustig. Und ich wette, das hast du dir jetzt auch gemerkt. Weiter geht's mit dem nächsten Fasziculus. Und wenn du jetzt vielleicht ganz entspannt auf dem Sofa liegend dieses Video geguckt hast und den Plexus brachialis nebenbei gelernt hast, wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben, ein Like gibst und wenn du unseren Kanal Happy Hippocampus abonnierst. Und da ist es wichtig, dass du auf das Glöckchen drückst beim Abonnieren, denn mittlerweile hat es YouTube so eingerichtet, dass man, wenn man das Glöckchen nicht gedrückt hat, gar nicht immer Bescheid bekommt, wenn es ein neues Video bekommt. Also drück auf das Glöckchen und wenn du uns ein Like da lässt und ein Abo und am besten noch das Video kommentierst und schreibst, wie es dir gefallen hat, wie du es gefunden hast, dann hilfst du uns wirklich sehr, diesen Kanal weiter zu betreiben und mehr solcher Videos zu produzieren, denn dann werden unsere Videos auch mehr anderen YouTube-Usern angezeigt und dann können noch mehr mit den Lerntechniken und Gedächtnistechniken lernen und dadurch kann der Kanal dann auch wachsen und dadurch können wir das Ganze dann weiter aufrechterhalten und weiter vorantreiben. Also wir freuen uns riesig von dir zu hören, wir hoffen dir hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, viel Spaß beim Lernen. Funny and emotion and und Glitz auf. Oder wo ist der Bulle? Habt ihr auf dem... Okay.